In den Wintermonaten steht nicht nur ein Garderobenwechsel auf dem Plan, auch das ein oder andere Beauty-Produkt sollte ausgetauscht werden. Während wir in den Sommermonaten auf ein Produkt setzen, das besonders leicht ist, sollte das Make-up im Winter insgesamt reichhaltiger und etwas deckender sein. Unsere Haut ist nämlich bei kühlem Wetter gestresst. Die kalten Temperaturen und die trockene Heizungsluft setzen ihr zu. Zudem produzieren die Talgdrüsen unserer Haut bei Kälte weniger Fett. Das alles lässt unsere Haut schnell trocken, spröde und sogar rissig werden. Auch im Gesicht macht sich das bemerkbar. Es kommt zu Rötungen und Trockenheitsfältchen. Unsere Foundation sollte deshalb gut deckend sein, damit rote Stellen kaschiert werden. Da unsere Haut weniger Fett produziert, sollte die Foundation zudem reichhaltig an Lipiden sein. Gegen Trockenheitsfältchen helfen besonders gut Wirkstoffe wie Hyaluronsäure, Aloe Vera, Urea oder Jojobaöl. Extra Tipp: Da unsere Haut im Winter heller ist als im Sommer, sollte man auch darauf achten, die Farbe seiner Foundation an die Jahreszeit anzupassen.